Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachrinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Lukas, 1-1 gestern gegen Magdeburg, unabhängig vom Ergebnis her, wie sehr freust du dich über dein Tor? Du hast in den letzten Wochen keinen so leichten Stand gehabt bei Dynamo. Beschreib mal kurz, wie deine Gefühlslage da war. Ja, ein Torschießen ist immer schön, ein Derby-Tor ist noch schöner. Wenn es 3 Punkte gewesen wären, hätten wir uns natürlich riesig gefreut. Das war nämlich das, was wir uns vorgenommen haben gestern. Ist uns nicht gelungen. Deswegen ist das natürlich schade. Ebi, 1-1 gestern gegen Magdeburg. Ihr hattet unheimlich viel Ballbesitz. Magdeburg war aber weite Strecken das gefährlichere Team. Am Ende ein Punkt, ein gewonnener Punkt? Nee, ich denke eher 2 verlorene, weil wir alle auf jeden Fall gerade dieses Derby gewinnen wollten. Wir haben uns viel vorgenommen. Wie du schon gesagt hast, hatten wir gestern viel Ballbesitz. Leider ist wenig bei rumgekommen. Wir gehen kurz vor der Pause in der überlegenen Halbzeit, die wir gestern hatten, in der ersten, gehen wir in Rückstand durch einen individuellen Fehler, weil einer gepennt hat. Und das darf uns nicht passieren. Wenn du diesen Fehler nicht machst, dann gewinnst du vielleicht am Ende 1-0. Und in 3 Wochen fragt keiner mehr, wie du die 3 Punkte geholt hast. Jetzt haben wir, einen Punkt müssen wir am Ende nehmen, weil wir das Tor kurz vor Schluss machen und so Magdeburg auf 5 Punkte Distanz halten. Aber ja, wir müssen einfach gerade im letzten Drittel kreativer sein, uns im 1 gegen 1 besser durchsetzen, mehr Durchschlagskraft haben, ja, auch teilweise ein bisschen ruhiger bleiben, ein bisschen konzentrierter, nochmal die Seite vielleicht verlagern, um noch den besser Postierten zu sehen. Und ja, oft hat der letzte Pass gefehlt. Wir haben es bis dahin ganz gut gespielt, sind oft auch über außen durchgekommen, aber haben dann zum Beispiel den Mann im Zentrum nicht gefunden. Haben vielleicht ein paar Prozentpunkte gefehlt, um den Abschluss konsequent zu suchen oder öfter aufs Tor zu schießen. Und deswegen ist uns am Anfang leider kein Tor gelungen. Ist es vielleicht das mangelnde Selbstbewusstsein, weil wir warten weiterhin auf den ersten Sieg 2019, dass es euch so schwerfällt, durchs Mittelfeld zu kommen und den Ball nach vorne zu tragen und dann noch am Ende reinzumachen? Ich glaube, wir haben sehr gute 1-gegen-1-Spieler auf dem Platz gehabt und dass heute dann aber nicht alles geglückt ist, hängt natürlich auch damit zusammen, wenn du einige Spiele nicht gewonnen hast. Das ist ganz klar im Fußball, dass dann manchmal Sachen eben nicht gelingen, die normal mit 2-3 Siegen im Rücken gelingen oder wo 50-50 Aktionen dann für einem mal vor die Füße fallen und man da auch das Tor macht. Ich denke da, glaube ich, nur an Musa, eine Szene in der ersten Halbzeit. Ja, normalerweise, wenn er im Rhythmus ist, macht er ihn weg. Er kommt aus einer längeren Verletzung und da mache ich ihm auch 0,0 Vorwurf, weil jeder weiß, wie wichtig Moussa Kone für unser Spiel ist. Dass im ersten Spiel nicht direkt wieder funktioniert, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt wieder 2 Wochen Zeit, mit Velo zu arbeiten als ganze Mannschaft und dann bereiten wir uns auf das nächste Highlight-Spiel vor. Alle haben sich auf das Spiel gefreut, die ganze Woche über. Es hat die Stadt elektrisiert. Es gab eine Choreo, über 30.000 Zuschauer, eine wahnsinnige Stimmung im Stadion. Hat das vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen verunsichert? Denke ich eigentlich nicht, weil wir in der Trainingswoche super damit umgegangen sind. Wir haben sehr intensiv gearbeitet, richtig Gas gegeben und haben uns alle gefreut auf das Spiel. Ich denke eigentlich nicht, dass es jemand gestoppt hat. Ich denke eher, dass natürlich, wenn man dann da gestern rausgegangen ist und die Choreos gesehen hat und die Choreo gesehen hat von uns, es motiviert einen unfassbar und ich denke, das war bei jedermann der Fall. Jetzt geht es ins Kurztrainingslager nach Bad Gögging. Was denkst du, worauf wird jetzt der Fokus liegen? Das weiß ich nicht, aber ich bin ja nicht der Trainer, aber ich denke schon, dass es um Fitness geht und da einige Doppeleinheiten auf dem Plan stehen und denke ich auch, dass das spielerische oder das direktere Spiel nach vorne, die Räume besser zu belaufen, schneller in den Abschluss zu kommen und so den Gegner einfach müde machen durch ständige Seitenverlagerung und das ist auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben bei uns. Danke und alles Gute. Gerne.